Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Liebe Gemeinde, liebe Menschen an den Bildschirmen, singet dem Herrn ein neues Lied, so ist es uns gerade entgegengeschallt aus dem Psalm 98. Und ich singe dir mein Lied, so hieß das Lied, was wir vorhin vielleicht schon gemeinsam miteinander gesungen haben. Singen, singen tut der Seele gut, singen macht frei. Und wenn wir es mit ganz großer Leidenschaft tun, dann beschäftigt es unseren Körper insgesamt. Und Singen verbindet. Wenn wir zum Beispiel miteinander im Chor singen oder von den Balkonen zurzeit oder in den Familien oder eben im Gottesdienst. Trotzdem kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass immer weniger gesungen wird. Bei Konfirmanden und Jugendgruppen fällt es mir ziemlich deutlich auf. Aber das mag auch am Alter liegen. Aber auch bei Trauerfeiern wird hier in Berlin kaum noch gesungen. Und seit kurzem passiert mir das sogar bei Hochzeiten, die mit mir abgesprochen geplant werden, dass das Paar gar nicht mehr will, dass in der Hochzeit, in der Zeremonie gesungen wird. Lieber soll irgendetwas aus der Box kommen oder man holt sich jemanden, der stellvertretend singt. Ich finde, dann fehlt da irgendwas. Da fehlt so der Raum für Emotionen, für die eigenen Emotionen, die durch Singen ihren Weg finden. Es wirkt ein bisschen seltsam, wenn aus der Box das Halleluja von Leonard Cohen gespielt wird, der aber gerade darüber singt, dass man sein Halleluja, auch gerade das gebrochene Halleluja, Gott entgegenrufen soll und nicht nur hören. Aber vermutlich ist der Grund oft eine Unsicherheit oder vielleicht sogar eine Angst vor Peinlichkeit, wer auch immer definiert, was wirklich peinlich ist. Wer zumindest heute singend durch die Straßen unserer Stadt läuft, wird wohl eher komisch angeschaut. Also, wenn man singen will, geht man in den Chor oder in die Kirche zum Gottesdienst. Aber beides ist gerade nicht möglich. Das Singen in Chören kann nicht stattfinden, weil sich die Chöre nicht treffen und im Gottesdienst soll erstmal nicht gesungen werden. Das heißt, wir müssen uns andere Orte suchen, um das Singen auszuprobieren. Und vielleicht nicht nur heimlich unter der Dusche ins Wasser gurgeln, sondern mit der Familie zu Hause oder mit der Freundin im Wald oder eben vorm Computer, während man dieses Video schaut. Und dann, wenn wir das jetzt in dieser Zeit für uns üben, dann habe ich tatsächlich den Traum für eine Zukunft, in der wir so etwas wie einen spontanen Flashmob im Singen miteinander erleben, ohne dass der extra von einem Chor vorbereitet, organisiert und gesungen wird. Zugegeben, ein Problem ist dann wohl doch unser relativ kleines gemeinsames Repertoire an Liedern. Selten können wir mehr als nur die erste Strophe singen von den doch meist eher bekannteren Liedern. Aber Übung macht den Meister. Und da können wir doch, finde ich, jetzt zu Hause mal mit anfangen. Man kann alte Liedtexte raussuchen oder eben auch moderne Popsongs. Auch dafür gibt es ja die Texte durchaus im Internet zu finden. Und dann eben nicht nur mitbrummen oder versuchen, bei den englischen Texten das zu singen, was man irgendwie versteht, sondern wirklich die Texte lernen und die Melodien üben und dann mit Mut und Kraft diese Lieder zu singen. Ich glaube, da steckt ganz viel
Leidenschaft dann auch drin, die uns bewegt und die Spaß macht. Und weil da so viel Leidenschaft drin steckt im Singen, ist auch das christliche Singen, die Singen christlicher Lieder, so etwas wie leidenschaftliches Beten. Es ist so eine ganz besondere Art des Dialogs mit Gott. Luther hat es als doppeltes Beten bezeichnet. Und auch unsere christlichen Lieder kann man lernen, die Texte, die Melodien. Und auch dort gibt es modernere oder klassischere. Und vielleicht bedeutet das für den einen oder anderen auch nur, alte Lieder wieder zu aktivieren aus Zeiten des Kindergottesdienstes, der Konfirmandenzeit, der eigenen Jugend. Ich habe vor ein paar Tagen eine ganz schöne Mail bekommen, wo eine Mutter mir erzählte, dass gerade in der jetzigen Zeit ihre Tochter ein Lied aus dem Krabbelgottesdienst wieder angefangen hat zu singen und sie sich sofort verbunden fühlte mit der Gemeinde und ja, sie wieder ein Gefühl von Gemeinschaft mit uns allen hatten, obwohl wir uns nicht regelmäßig sehen können. Und es sind ja auch gerade diese Lieder, zum Beispiel aus dem Krabbelgottesdienst, die Kraft geben können in solchen Zeiten. Halte zu mir, guter Gott. Oder Gott, sein guter Segen ist wie ein großes Zelt. Und neben den klassischen Liedtexten kann ich mir ja auch zu anderen Texten aus der Bibel, die mir wichtig sind, einmal Melodien überlegen, die Zeit nutzen, kreativ zu werden. Denn gerade Texte lassen sich besser erinnern und behalten im Kopf, wenn man sie mit Melodien verbindet. Wir haben damit ja schon angefangen hier in der Gemeinde, falls Sie den Gottesdienst zum Hirtensonntag gesehen haben. Und wir wollen weiter daran arbeiten und freuen uns, wenn Sie selber kreative Ideen mit einbringen. Und haben Sie schon mal in die große, vielleicht leere Kirche oder in die Stille des Waldes oder der eigenen Wohnung hinein so ein Lied gesungen? Ein Lied, das wie ein gesungenes Gebet ist? Ich finde, das füllt den Raum dann auf ganz besondere Weise. Das lässt Glauben und die Begegnung mit Gott lebendig werden. Ich erlebe das immer wieder als eine sehr schöne Erfahrung. Aber natürlich geht Glauben auch ohne Singen. Natürlich geht Gottesdienst auch irgendwie ohne Singen. Aber mir fehlt da was. Und vielleicht geht es Ihnen genauso. Und so können wir die Zeit, bis das gemeinsame Singen hier im Gottesdienst wieder möglich ist, und zumindest im Singen zu Hause oder im Wald oder auf dem Felde miteinander immer wieder verbunden fühlen. Zwei Lieder jedenfalls gibt es schon in diesem Video, die man mitsingen kann, die Sie mitsingen können. Und das ist doch schon mal ein Anfang. Und wenn wir jetzt am Sonntag in dieser Kirche regulär Gottesdienst feiern und nicht singen können, werde ich auch dazu einladen, diese Lieder miteinander zu singen, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber jetzt erstmal, lasst uns miteinander das nächste Lied singen. Thank you.
Lasst uns nun miteinander beten, so wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.